Ja, willkommen zu einem nächsten Video der Berufsschule 7. Wir wollen uns heute mal über das Thema Test unterhalten, also Software-Test. Und ja, bevor ich anfange, kurze Eingrenzung des Themas. Ich möchte mich hier hauptsächlich um Begrifflichkeiten kümmern. Begriffe, die durchaus in der Prüfung mal drankommen können. Ich möchte, dass die eingeordnet werden können, dass sie verstanden werden. Ich werde jetzt hier nicht über den allgemeinen Testansatz sprechen, also wie ich Daten auswähle und auch nicht über irgendwelche Test-Frameworks wie JUnit etc., sondern einzig und allein darüber, wie wir das ganze Thema Test als solches im Softwareentwicklungszyklus eingliedern und einordnen können. Noch ein kleiner weiterer Disclaimer. Test dient ja zum Finden von Fehlern in Software. Und sämtliche Software, Beispiele, sämtlichen Code, den ich hier in diesem Video zeige, der ist schlichtweg schlecht gemacht. Warum schlecht gemacht? Ja, damit wir halt Fehler finden können. Ja? Damit wir anhand der Fehler, die in dem Code drin sind, auch erkennen können, wann jetzt ein Test erfolgreich war oder das Suchen nach Fehlern erfolgreich war oder eben auch nicht. Und deswegen bitte nicht den Code als in irgendeiner Form sinnvollen Code ansehen, sondern das ist schlechter Code, um Fehler finden zu können. Und deswegen habe ich auch gleich eine Programmiersprache genommen, die sehr viel Quatsch erlaubt. Ich habe JavaScript genommen, weil mit statisch typisierten Programmiersprachen wie Java beispielsweise können wir so das eine oder andere, was ich hier demonstrieren möchte, gar nicht machen. Ja, was wollen wir mit dem Test überhaupt erreichen? Damit wir das ein bisschen eingrenzen können, habe ich mir mal irgend so eine beispielhafte, in Anführungsstrichen, Applikation überlegt. Dort haben wir irgendwie so eine Web-GUI, die jetzt in irgendeiner Form im Application-Server interagiert und der Application-Server hat jetzt hier eine Datenbank im Hintergrund laufen. Zwischen diesen einzelnen Schichten, Applikationsebenen, also der Darstellungsschicht Web-GUI, der Applikationsschicht und der Datenschicht, gibt es jetzt Schnittstellen. Einmal die REST-Schnittstelle, also angenommen, wir haben eine Single-Page-Application clientseitig, dann würde sich hier eine REST-Schnittstelle anbieten und zwischen Application-Server und Database, wenn es eine relationale ist, haben wir entsprechend SQL am Laufen. So, und der Test soll jetzt sicherstellen, dass wir die fachlichen Vorgaben vollständig erfüllt haben. Also wir prüfen, wurden alle fachlichen Vorgaben vollständig erfüllt? Wurden sie auch korrekt erfüllt? Also würden sie eben auch in allen möglichen und mehr oder weniger erdenklichen Situationen richtig funktionieren? Wurden die Sicherheitsaspekte berücksichtigt? Auch das kann ein Thema des Tests sein, je nachdem, ob sie jetzt fachlich vorgegeben wurden oder allgemeiner Konsens sind. Dann können wir testen, ob sich die Software bei einer entsprechenden hohen Last noch in irgendeiner Form sinnvoll verhält. Wenn wir die Software runterfahren oder sie gar abstürzt, wenn wir sie wieder starten, also der Wiederanlauf, wie verhält sie sich? Muss man hier noch zusätzliche Sachen machen oder lässt sie sich überhaupt wieder neu starten? Entspricht die Software gewissen Normen? Auch das kann man testen. Und man kann im Prinzip an allen Ecken und Enden von einer Software eben von Test sprechen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen in einen anderen Zusammenhang bringt, können wir folgende Testelemente unterscheiden. Wir können sagen, wir haben fachliche Tests. Das heißt, gegen eine Spezifikation testen wir unsere Software. Und das würde jetzt in erster Linie aus Sicht des Auftraggebers ein sogenannter End-to-End-Test sein, wo ich wirklich sage, ich setze mich als Kunde oder als Nutzer hin bei einer Software und schaue, ob die Software genau das macht, was ich als Anforderung formuliert habe. Aber während der Entwicklung gibt es noch andere Tests, beispielsweise einen Integrationstest, dann gucken wir uns gleich noch mal etwas genauer an, oder auch ein sogenannter Modultest, der jetzt auf feingranularster Ebene funktioniert. Aber es gibt auch nicht fachliche Tests, die beispielsweise jetzt einen Lasttest beinhalten oder einen Stresstest. Stresstests können durch Last entstehen, aber auch durch andere Situationen. Performance-Tests,
kriege ich entsprechend die Performance hin, die ich mir erlaubt habe, auch bei normalen Belastungen. Also das wären nicht fachliche Tests. Ich möchte mich hier in diesem Video allerdings hauptsächlich auf das Thema fachliche Tests beschränken. So, also fachliche Tests, um die soll es gehen. Und wir beginnen jetzt hier in unserer Auflistung dieser drei hauptsächlichen Testelemente bei den Modultests. Gehen wieder auf unsere Applikation und stellen uns jetzt Folgendes vor, dass wir jetzt in der GUI irgendwo in einem JavaScript irgendeine Funktionalität haben. Diese Funktion ist relativ einfach gestrickt. Sie soll einfach nur einen Preis berechnen, basierend auf vier Parametern. Price per Unit, also der Preis eines einzelnen Produkts. Dann, wie viele von diesen Produkten möchte ich denn kaufen, also Number of Units. Dann gibt es noch die Discount Units, also ab wie viel bekomme ich einen Rabatt. Und der Discount ist dann eben ja, der Rabatt, den ich gewähre. Wenn der eben 10% wäre, würde in Discount nur die 0,1 stehen. So, innerhalb der Funktion wird jetzt lediglich geprüft, ob die gekauften Units größer als die, ab der es einen Discount gibt. Und wenn dem der Fall ist, dann rechne ich einen Faktor aus. Das ist nichts anderes wie 1 minus der Discount. Also wenn der Discount 10% wäre, würde 1 minus 0,1 entsprechend die 0,9 ergeben. Und damit kann ich jetzt meinen Rückgabewert berechnen, indem ich sage, diese 0,9 mal Price per Unit mal Number of Units ist dann genau das, was eben der Endpreis dargestellt wird oder der Endpreis zu erwarten ist. So, und das ist eine sehr, sehr einfache und billige Funktion, da steckt nicht viel dahinter, aber für das, was wir hier an Modultestbeispielen geben wollen, ist es absolut ausreichend. Damit kommen wir zurecht und können relativ viel an Testbedingungen und Testbegrifflichkeiten klarstellen. Diese Funktion hat jetzt noch eine kleine Besonderheit. Es handelt sich hier um eine sogenannte reine Funktion. Sie hat keine Seiteneffekte. Das bedeutet, dass ich das Ergebnis einzig und allein über die vier Parameter beeinflussen kann. Das heißt, wenn die Parameter identisch sind zu einem früheren Aufruf, wird auch zwangsläufig das Ergebnis identisch sein. Ja, das heißt, wir greifen nicht auf irgendwelche Instanzvariablen oder globalen Variablen zu, sondern das Ergebnis hängt einzig und allein von den vier Parametern ab. Wir werden gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, warum das jetzt in dieser Situation einfach eine wichtige Information ist. Aber wie gesagt, darauf wollte ich jetzt nur mal ganz kurz aufmerksam machen. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir führen jetzt mal die einfachste Form eines Tests und wahrscheinlich auch die unsinnigste, wobei die in der Prüfung durchaus hin und wieder mal drankommt. Auf die gehen wir jetzt mal ein, und zwar der Schreibtischtest. Beim Schreibtischtest wollen wir die Werte, den Zustand, den inneren Zustand unseres Programms, unsere Funktionalität in dem Fall, manuell nachverfolgen. Ja, wir haben hier die Parameter und die inneren Variablen in einer Tabelle hinterlegt und dazu gibt es dann noch die Spalte Bedingungen. Wenn irgendwo eine Bedingung ausgewertet wird, kann man hier hinterlegen, ob das true oder false ist und den eigentlichen Return-Wert halten wir hier fest. So. Und wir legen jetzt einfach mal irgendwelche Werte fest und sagen, aha, mit Price per Unit von 9,5, Number of Units 15, ab 10 würde es einen Discount geben, der Discount wäre 10%. Mit diesen Werten gehen wir jetzt mal in diese Funktion rein und gehen jetzt manuell das Ganze Schritt für Schritt durch. In der nächsten Zeile prüfen wir jetzt einfach, ist die Number of Units größer als Discount Units? Also ist die 15 größer als 10? Das wäre ein True, ein Wahr. Also haben wir hier die Bedingung erfüllt und würden in die nächste Zeile gehen. In dem Fall würden wir jetzt Discount-Faktor berechnen mit 1 minus Discount und das wäre dann die 0,9. Also diesen Wert 0,9 hätten wir jetzt in unserer Variablen Discount-Faktor und könnten jetzt
in die letzte Zeile gehen und würden jetzt hier den Rückgabewert berechnen, also Discount Factor mal Price per Unit mal Number of Units, und das wäre jetzt die 128,25. Und wenn man das im Taschenrechner durchtippen würde, würden wir erkennen, ja, das ist korrekt. Das heißt, unser Schreibtischtest wäre an der Stelle erfolgreich verlaufen. Ja. So, was jetzt vielleicht auffällt, ist, dass wir hier jede Codezeile, die in unserem Programm drin ist, einmal durchlaufen haben. Man würde hier von 100% Zeilenüberdeckung sprechen. Jetzt ist Zeilenüberdeckung nicht wirklich eine testrelevante Größe, weil eine Zeile kann relativ viel darstellen, wenn man nicht unbedingt mit Python programmiert. Aber nachdem ich mich jetzt hier so einigermaßen daran gehalten habe, dass pro Zeile auch nur eine Anweisung steht, habe ich hier automatisch auch eine 100% Anweisungsüberdeckung. Und das wird dann schon mal eine etwas relevantere Information. Das heißt, jede Anweisung in meinem Code wurde mindestens einmal durchlaufen. Ja, wenn ich jetzt hier meine Number of Units kleiner als 10 genommen hätte, dann würde ich diese Berechnung von Discount Factor nicht abgearbeitet haben und dann hätte ich keine 100% Anweisungsüberdeckung, aber in unserem Fall sogar auch keine Zahlenüberdeckung. Aber wie gesagt, der wichtigere Begriff ist hier eigentlich die Anweisungsüberdeckung. So, damit haben wir jetzt den Schreibtischtest einmal abgearbeitet. Das heißt, Schreibtischtest ist nichts anderes wie das manuelle Abarbeiten des Codes. Und ich habe vorhin gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Art und Weise des Tests. Warum? Ja, wir haben einen Computer vor der Nase und das, was der Computer eigentlich recht gut kann, ist Code abarbeiten. Warum sollte ich das also manuell machen? Aber wie gesagt, in der Prüfung kann das durchaus mal zum Thema werden. Was wir jetzt machen könnten, wäre zu sagen, ja, ich möchte gerne diesen Code nicht manuell abarbeiten, sondern durch den Rechner abarbeiten lassen. Und idealerweise hätte ich es jetzt gerne so, dass ich auch gleich sage, was mein Erwartungsergebnis ist, nämlich diese 128,25. Und dass dann der Rechner selbstständig sagen kann, ja, meine Funktion ist richtig, also grünes Licht, der Test war erfolgreich. Der Vorteil von so einer Geschichte, wenn ich sagen kann, okay, ich würde gerne diese Funktion ausprobieren und gleich meinen Erwartungswert hinterlegen, ist, dass ich automatisch testen kann. Also ich kann sozusagen mit einem Automatismus, wo ich dann ganz viele Tests untereinander hänge, ja, meine Software automatisiert testen und kann dann das Ganze in ja, so eine Kette, wir werden gleich über das Thema Pipeline sprechen, reinhängen und kann dann sagen, ob meine Software eben die Forderung erfüllt oder nicht. Und dazu gibt es Frameworks, Test-Frameworks. Ich meine, das mit das erste, also auf jeden Fall mal das bekannteste, ist für Java das Framework JUnit. Und in einer ähnlichen Art und Weise gibt es für JavaScript auch das QUnit. Und bei QUnit haben wir hier folgende Situation, und das ist ja angelehnt an JUnit, ist nicht ganz das Gleiche, aber die Grundidee ist durchaus dieselbe, dass ich sage, ich habe einen Test, QUnit.test. In diesem Test übergebe ich jetzt im Wesentlichen zwei Parameter. Der erste ist, ich verpasse dem Test einfach einen Namen und danach kommt eine sogenannte Assertion. Und diese Assertion wird jetzt mit einer Funktion hinterlegt, wo ich jetzt sage assert.equal determine price. Das ist jetzt der Aufruf meiner Funktion und der übergebe ich jetzt hier meine Parameter 9,5, 15, 10 und 0,1, genau wie beim Schreibtischtest auch, und am Ende das erwartete Return-Ergebnis. Das heißt, assert.equal sagt mir, determined price muss jetzt die 128,5 übergeben. Und es gibt jetzt diverse andere Möglichkeiten, das Ganze jetzt noch mit Hilfe von einem Assertion eben zu prüfen, also not equal, und jetzt gerade in so Frameworks wie JUnit
gibt es noch diverse andere, greater than, lower than, alles Mögliche gibt es, alle möglichen Assertions. Und ich konzentriere mich jetzt hier an der Stelle jetzt einfach mal auf das Einfachste, nämlich, dass ich eine Gleichheit zwischen dem Rückgabewert von Determined Price und diesen 128,25 erwarte. Das Ganze nennt sich Unit Test. Unit Test deswegen, weil die kleinste Einheit, die kleinste Unit unserer Software getestet wird, und das ist hier die Funktion. Wir lassen jetzt unser QUnit.test, also das ist das untere Skript, das ja ein eigenes File darstellt in JavaScript, laufen und gucken, was passiert. Wir sehen hier, wir haben ein Path. Path ist 1, weil wir hier an der Stelle nur einen einzigen QUnit-Test haben. Und das bedeutet jetzt nichts anderes, als dass die Erwartungshaltung, dass die Determined Price-Funktion mit diesen Parametern genau 128,25 ergibt, auch erfüllt wird. Damit haben wir jetzt eben bewiesen, ja, diese einzelne Anforderung, es gibt bestimmt mehrere, das werden wir dann auch gleich später nochmal sehen, die wird erfüllt. So, das ist deswegen, weil eben der Erwartungswert tatsächlich mit Determined Price und mit der tatsächlichen Ausgabe oder dem tatsächlichen Rückgabewert übereinstimmt. Und jetzt schummeln wir mal ein bisschen und gucken, wie denn ein Fail aussehen würde. Machen wir Folgendes. Ich mache jetzt hier einfach mal einen falschen Erwartungswert. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Das heißt, ich weiß, es kommt nicht die 28,2, sondern 2,5 raus. Und wir gucken einfach mal, was hier mein Q-Unit hier macht. Und er liefert mir jetzt hier tatsächlich ein Fail. Das heißt, Fail ist auf 1. Und oben sehen wir, Actual ist 128,25, Expected ist 128,2. Und damit weiß ich, hier ist irgendwas schiefgelaufen an der Stelle. So, jetzt ändere ich einfach mal die Parameter. Ja, jetzt gebe ich hier für meinen Preis, den erwarteten Preis, die 5 ein. Dann die Anzahl meiner Einheiten ist auch 5. Das heißt, ich liege unterhalb meinem Schwellwert von 10. Das heißt, an der Stelle meine Prüfung, Number of Units größer Discount Units, wird false sein. Ich werde den Discount-Faktor überspringen und dann direkt in die Return-Geschichte reingehen. Ja, das heißt, an der Stelle wäre jetzt meine Erwartungshaltung, ich habe den Preis von 5 pro Unit, 5 Units wäre 25, das wäre der richtige Erwartungswert. Und wenn ich das Ganze jetzt durchlaufen lasse, sehen wir schon, was wir wahrscheinlich schon sehr viel früher hätten erkennen können, dass wir hier in dem Expected 25 eigentlich die Not a Number hätten. So, also wir haben jetzt hier jetzt im Wesentlichen zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass unser erwarteter Wert 25 nicht eintritt. Das zweite Problem ist, dass wir streng genommen Softwarefehler haben. Also in jetzt einer anderen Programmiersprache, wir hätten wir jetzt hier, was weiß ich, vermutlich oder potenziell eine Null Pointer Exception. Und da müssen wir jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen zwei Begriffe unterscheiden. Wir haben hier einen Fehler, einen Error und keinen Fail, weil wir streng genommen Softwarefehler haben. Also man kann sagen, alles, was wir mit dem Try-Catch jetzt bei Java beispielsweise abfangen könnten, was aber nicht passiert, wäre jetzt ein Softwarefehler und alles, wo unser Ergebnis nicht dem Erwartungswert entspricht, wäre dann ein Fail vom Test her. So, jetzt gehen wir nochmal kurz auf unseren Code. Wir sehen, das eigentliche Problem ist, dass wir hier eben ja, eine Unsauberkeit aus meiner Sicht von JavaScript nutzen. Gut, ich habe jetzt hier die Variable mit var deklariert. Wenn ich es mit let gemacht hätte, wäre das Ganze nicht passiert. Trotzdem, JavaScript erlaubt es mir und ich habe hier sozusagen eine unsaubere Programmierung aufgedeckt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist jetzt, dass wir den Fehler in dem ersten Test, den wir gemacht haben, nicht entdeckt haben. Das heißt, diese Anweisungsüberdeckung,
die ich ganz am Anfang besprochen habe, die ist für einen Test nicht wirklich ausreichend. Es ist nicht aussagekräftig, wenn ich sage, ich habe eine Anweisungsüberdeckung, jede Anweisung in meinem Code ist einmal durchlaufen worden und ich bin damit happy und alles funktioniert, wie ich es mir vorstelle, weil wir sehen hier sehr, sehr deutlich, dass die Anweisungsdeckung, Überdeckung eben genau diese Situation, die wir hier in unserem Code sehen, nicht berücksichtigt hat. Ja, das heißt, diesen Fehler, diese unsaubere Programmierung mit dieser Wahrdeklaration vom Discount-Faktor, habe ich mit einer hundertprozentigen Anweisungsüberdeckung nicht erkannt. Und deswegen müssen wir noch eine andere Überdeckungsgröße uns mal anschauen. Man spricht hier auch vom sogenannten Überdeckungsmaß. Und unsere Anweisung oder Zeilenüberdeckung, je nachdem, wie man das Ganze eben sieht, wäre jetzt in einem Programmablaufplan alles das, was in diesen Kästchen drin ist. Ja, also wir sind tatsächlich durch jede Anweisung durchgelaufen von unserem Code und im Programmablaufplan wären das eben diese ganzen Rechtecke, die wir hier sehen. So, inklusive dieser Raute, also sämtliche Elemente, wo wir was reinschreiben können, sozusagen. Das wäre die Anweisungsüberdeckung. Was ich dann aber mit meinem zweiten Testfall, der eben mit 25 als Erwartungswert durchgeführt wurde, gemacht habe, ich habe jetzt nicht nur die Anweisungen alle überdeckt, sondern habe es erweitert um die sogenannte Zweigüberdeckung. Zweigüberdeckung bedeutet jetzt, dass ich nicht den Fokus auf diese flächigen Elemente meines Programmablaufplans konzentriere, sondern auf die Pfeile, dass ich alle Zweige mindestens einmal durchlaufen muss. Und das bedeutet, dass ich eine Zweigüberdeckung jetzt nicht mit einem Testdurchlauf durchbekomme, sondern dass ich die Zweigüberdeckung in unserem Fall jetzt mit mindestens zwei Testläufen erst erreichen kann, also 100% Zweigüberdeckung, nur indem ich mindestens zwei Durchläufe mache. Warum? Weil ich den True und den False Zweig in meiner Verzweigung hier berücksichtigen muss. Ja, also wir sehen hier, dass eine Zweigüberdeckung eine sehr viel bessere Testabdeckung garantiert als eine reine Anweisungsüberdeckung. Und das Ganze können wir relativ einfach fixen, indem ich jetzt hier nicht mehr mit var arbeite, sondern mit let. Das heißt, ich definiere meinen Discount-Faktor mit let auf 1 und in der Verzweigung würde ich das Ganze jetzt dann lediglich die existierende Variable anpassen. Und damit würde jetzt dieser Fehler eben behoben sein. Das heißt, unser Test mit der 100% Zweigüberdeckung hat jetzt dazu geführt, dass wir unsere Software verbessert haben. So, jetzt wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen erweitern. Und zwar hätte ich jetzt hier gerne nicht einen Discount-Wert, sondern unterschiedliche Discount-Werte. Und das kriege ich relativ einfach dadurch hin, indem ich jetzt ein Array realisiere. Sagen wir mal, bei 10 Einheiten hätte ich gerne 0,1 oder 10% Rabatt, bei 20 0,15, also 15% Rabatt und bei 30 20% Rabatt. Das wäre jetzt meine Idee, dass ich sage, ich möchte jetzt meine Funktion Determine Price so ein bisschen schlauer handhaben und dadurch müsste ich jetzt auch meine Parameterstruktur ändern, indem ich dieses Array jetzt einfach als Parameter in das Discount reinpacke. Ja, das heißt, jetzt habe ich in der Variable Discount nicht mehr nur den Discount, sondern das Array, wo sowohl die Discount Units als auch der Discount drin steckt. Jetzt muss ich mein Programm natürlich noch ein bisschen anpassen. Das heißt, ich habe jetzt hier den Zugriff auf mein Array und um ja, so eine Art
Error Handling zu machen, prüfe ich jetzt hier beispielsweise, ob mein Array ein zweidimensionales Array ist. Ja, das würde hier mit diesem Discount Every Item ist ein Array realisieren und damit weiß ich, ich habe ein zweidimensionales Array und kann dann später auf mein zweidimensionales Array in dieser Schleife zugreifen. Und jetzt habe ich in meiner Verzweigung noch eine weitere Prüfung, ob in Discount überhaupt was drin ist. Der erfahrene Programmierer sagt jetzt, um Gottes Willen, doch nicht in der Reihenfolge. Wir prüfen erst auf Undefined und dann erst, ob es ein entsprechendes Array ist. Aber wie gesagt, wir wollen ja hier an der Stelle das Testen demonstrieren und dazu brauche ich einfach einen fehlerhaften Code. Also wir prüfen zuerst auf zweidimensionales Array und danach auf Existenz. Und danach gehe ich in einer Vorschleife einfach durch das Array und prüfe einfach, ob meine Number Units größer als die entsprechende erste Position jedes Teilarrays ist. Und dann alles andere ist wie vorher auch. So, wir lassen das Ganze jetzt mal durchlaufen. Und wir haben jetzt hier ein Pass, das heißt, ich habe jetzt hier mit meinem Q-Unit-Test einfach meinen Rückgabewert auf 135 geprüft bei 10 Elementen und halt bei 10 Euro pro Element und 15 Elementen liege ich jetzt hier bei der 10%-Ebene und würde jetzt hier auf meine 135 Endpreis kommen. Das heißt, das funktioniert wunderbar. Und was ich jetzt hier erreicht habe, ist, dass ich eine sogenannte Bedingungsüberdeckung gemacht habe. Das heißt, ich habe hier ja das doppelte Ampersand in einer boolschen Verknüpfung bewirkt ja, dass bei dem ersten False die Bedingung abbricht, die Prüfung abbricht und dementsprechend habe ich hier das Ganze so gewählt, dass Discount Every Item ist ein Array-Item, also die Prüfung auf Zweidimensionalität habe ich jetzt als True-Prüfung durchgeführt. Das heißt, die Prüfung in meiner Verzweigung geht weiter in die nächste Zeile und prüft jetzt, ob Discount ungleich undefined ist. Und damit habe ich jetzt Folgendes erreicht, dass ich beide Teilelemente meiner logischen Verknüpfung mit einer Unverknüpfung einmal durchlaufen habe. Und das würden wir als Bedingungsüberdeckung bezeichnen, dass eben alle Bedingungen, die hier mit der boolschen Algebra verknüpft werden, mindestens einmal durchlaufen werden. So, und damit haben wir jetzt schon mal einen weiteren Begriff geklärt, also die Bedingungsüberdeckung, eben wenn ich in irgendeiner logischen Funktionalität oder logischen Verknüpfung mehrere boolsche Werte habe, gehe ich durch alle Elemente durch. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gebe ich hier unten einfach null ein. Angenommen, ich habe jetzt kein Discount, also ich habe irgendein Produkt, wo es einfach keine Rabatte gibt, und ich übergebe jetzt hier einfach die null. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass unsere Reihenfolge der If-Abfrage jetzt nicht so ganz schlau war. Und hier sehen wir jetzt genau das, was wir schon vorher erwartet haben. Wir haben hier tatsächlich einen Fehler drin. Wir haben hier eine Null Pointer Exception, streng genommen, was wir hier haben, also Zugriff auf einen Null-Wert. Und an der Stelle haben wir jetzt gesehen, ja, die reine Bedingungsüberdeckung ist nicht ausreichend. Ja, wir haben zwar in unserem ersten Testfall mit diesem Array beide Prüfungen, also links und rechts von dem doppelten Ampersand, haben wir geprüft, aber was wir eben nicht gemacht haben, wir haben nicht alle Kombinationen getestet. Also wir haben jetzt hier an der Stelle nur True und True getestet, aber nicht True und False, False und False, False und True. Das haben wir nicht gemacht. Und das wäre jetzt eine sogenannte Mehrfachbedingungsüberdeckung. Und das heißt, wir haben jetzt hier mit unserem zweiten Array-Testfall mit der Null die Situation geprüft, dass unsere erste Bedingung True ist und die zweite, sorry, unsere erste Bedingung False ist und die zweite wäre an der Stelle auch False. Und wenn ich jetzt eine volle Bedingungsüberdeckung haben möchte, dann müsste ich tatsächlich True, False und False, True auch noch prüfen.
Aber wir haben es hier gesehen, wir haben jetzt hier tatsächlich mit dem nächsten Testfall eine Mehrfachbedingungsüberdeckung erreicht und haben hier festgestellt, dass unser Code einfach schlecht geschrieben wurde. Dann rekapitulieren wir nochmal ganz kurz die Begriffe im Zusammenhang von Modultests, sprich die Begriffe Überdeckungsmaß. Wobei man dazu sagen muss, Überdeckungsmaß ist jetzt eine Einheit, die auch bei den anderen Tests greift. Nur bei Modultests ist es relativ einfach darstellbar bzw. prüfbar. Also es gibt Modultest-Frameworks, die mir eben in einer IDE, beispielsweise wenn ich JUnit jetzt im Rahmen von Eclipse nutze, mir die Zeilenüberdeckung darstellt. Und wenn ich jetzt wirklich pro Zeile nur eine Anweisung habe, haben wir automatisch auch die Anweisungsüberdeckung visuell dargestellt. Also Anweisungsüberdeckung, man hat es mal mit irgendwelchen C und einer Ziffer durchnummeriert, wäre jetzt in dem Fall C0. Und Anweisungsüberdeckung bedeutet nichts anderes, dass jede Anweisung in meinem Code, in meinem getesteten Code einmal durchlaufen wurde oder mindestens einmal durchlaufen wurde. Die nächste Qualitätsstufe wäre dann die Zweigüberdeckung, die man mal mit C1 bezeichnet hat. Und hier muss ich mich jetzt darum kümmern, dass jede Verzweigung im True- und False-Zweig einmal durchlaufen wurde. Ja? Und damit meint man entweder normale Verzweigungen oder Switch Case, also die Mehrfachverzweigung, aber auch Schleifen. Die müssen dann auch so getestet werden, dass sie auch einmal so parametriert werden, dass sie beispielsweise gar nicht durchläuft. Ja? Und das wäre dann die Zweigüberdeckung. Dann haben wir gesehen, wenn wir jetzt Verzweigungen haben, die mehrere Bedingungen in dieser Boolschen Auswertung aufweisen, dass wir noch eine Bedingungsüberdeckung brauchen, dass eben jede Bedingung in der Verzweigung mindestens einmal durchlaufen wird. Das ist ja gerade bei einem doppelten Ampersand oder einem doppelten Pipe-Symbol, also bei einem und oder, so dass sie vorher abbrechen, wenn das Endergebnis feststeht. Und hier müssen wir uns darum kümmern, dass auf jeden Fall beide oder alle Teil-Boolschen Werte einmal durchlaufen werden. Und das wäre jetzt sozusagen, dass jede Bedingung, die eben mit Hilfe von Boolscher Algebra zusammengefasst werden, mindestens einmal durchlaufen werden. Und dann haben wir gesehen, ja, das ist zwar nicht schlecht, aber idealerweise sollten wir eine mehrfache Bedingungsüberdeckung haben und im Idealfall wird jede Bedingungskombination einmal durchlaufen. Und da haben wir dann gesehen, dass in unserem Programm die Abarbeitung von oder die Reihenfolge der Bedingungsabarbeitung in unserem Programm ziemlich doof gewählt war. Und das haben wir dann mit der mehrfachen Bedingungsüberdeckung oder auch C3 genannt, eben abgehakt. So, die Sichtweise über das Testen wäre jetzt eine sogenannte kontrollflussbasierte Herangehensweise. Also kontrollflussbasierte Tests, die werden jetzt sozusagen in dem Kontrollfluss, und deswegen habe ich den Programm Ablaufplan als Symbol gewählt, weil es dem Kontrollfluss am nächsten kommt, die bestimmt das Testvorgehen anhand dieses Kontrollflusses. Und das haben wir recht schön gesehen, als wir eben die Anweisungsüberdeckung und die Zweigüberdeckung gegeneinander oder gegenübergestellt haben. Da haben wir eben gesehen, dass das hier durchaus einen Impact hat. Das Ganze kann man aber auch anders aufziehen, indem wir einfach sagen, wir wählen die Daten aus, beziehungsweise nicht anders aufziehen, sondern nochmal ergänzen, indem wir uns einfach die Daten anschauen. Und hier habe ich mir jetzt mal folgendes Beispiel überlegt. Und zwar habe ich jetzt hier die Anzahl der gekauften oder zu kaufenden Elemente habe ich auf 10 gesetzt und das deckt sich exakt mit dem Grenzwert, der für meine 10% Rabatt genommen wird. Und wenn ich jetzt hier sage, aha, ich habe 10 Produkte, a 5 Euro und ab 10 Produkten bekomme ich 10% Rabatt, wäre mein Erwartungswert 45. Ja, weil das wären genau 10% von 50 abgezogen, da landen wir dann bei 45. Wenn ich das Ganze jetzt allerdings durchführe, sehe ich, dass ich hier ein Fail habe.
Warum? Weil ich oben in meiner Prüfung if Number of Units größer Discount eben das Gleich vergessen habe. Und solche Tests, wo wir an die Grenzen von diversen Elementen gehen, in dem Fall exakt an die Grenze eines Discount-Wertes, würde man als Edge-Case-Testing bezeichnen. Ja? Also überall dort, wo ich Grenzwerte abprüfe, und es ist jetzt egal, ob es irgendwelche Grenzen sind, die durch die Logik entstehen oder irgendwelche Grenzen, die aufgrund von technischen Gegebenheiten auftreten, wenn ich diese Grenzen abprüfe, sprechen wir von Edge-Cases. Ja, und jetzt haben wir hier gesehen, ja, wir haben hier durch diesen Edge Case von exakt 10, weil wir ab 10 Elementen Rabatt bekommen, rausgefunden, dass ich hier in meinem Code wieder einen Fehler reingebaut habe und den müssen wir jetzt hier einfach ausbauen. Und das mache ich, indem ich hier einfach nicht größer, sondern größer gleich reinbaue. Okay. Jetzt machen wir einen weiteren Test. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen krummere Zahlen genommen, 5,9. Habe ich jetzt als meinen Preis genommen bei 10 Elementen, 0,05, also 5% Rabatt, würde jetzt rein rechnerisch 56,05 rauskommen. So, das heißt, der Erwartungswert, den ich hier hinterlegt habe, der ist korrekt. Ja, das heißt, das erwarte ich von meiner Software. Und auf den ersten Blick würde jetzt erstmal nichts dagegen sprechen, dass meine Software das auch macht, weil die Rechnungen sind alle sauber. Also hier dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn ich allerdings jetzt meinen Test laufen lasse, sehe ich, dass ich einen Fail habe. Warum? Weil ich aufgrund der Ungenauigkeit von meinen Gleitkommazahlen hier einen Rundungsfehler bekomme. Das heißt, mein Test ist failed, obwohl ich jetzt auf den ersten Blick eigentlich sagen müsste, ja, eigentlich müsste es passen. Streng genommen, was ich hier vergessen habe, in Anführungsstrichen, ist, dass ich meinen Return-Wert auf 2 Nachkommastellen runde. Und das ist an der Stelle schlichtweg wieder falsch. Und das heißt, dass ich die Fehlerfreiheit von Tests erstmal nicht wirklich garantieren kann. Ja? Weil ich müsste eine extrem hohe Zahl von möglichen Situationen abdecken, an die ich vielleicht jetzt anfangs gar nicht denke. Ja? Weil im Prinzip hätte ich ja sagen können, ich drehe meine Zahlen so hin oder per Zufall hätte das passieren können, dass sich die Zahlen exakt so sind, dass eben mein Ergebnis korrekt ist. Also wenn ich jetzt hier mit einfach anderen Werten agiert hätte, dann wäre vielleicht 56,05 rausgekommen. Und dann hätte ich diesen Fehler nie entdeckt. Und das ist ein echtes Problem von Tests. Das heißt, dieser Satz ist wirklich ernst zu nehmen. Ich kann, egal wie tief ich teste, niemals die Fehlerfreiheit von meinem Code garantieren. Ich kann lediglich garantieren, dass meine Testfälle, meine von mir definierten Testfälle, dass die funktionieren. Und es ist zeitlich nicht machbar, sämtliche Möglichkeiten, die meine Eingangsdaten erlauben, abzudecken. Das geht nicht. Ja, weil wir schlichtweg nicht alle möglichen Konstellationen machen, weil das dann so schnell, so komplex und so zeitaufwendig wird, dass wir hier an der Stelle mit dem Testen nicht mehr fertig werden können. Zumindest nicht in diesem Jahrhundert. Und das ist jetzt ein echtes Problem. Das heißt, Testen hat auch immer sehr viel mit Erfahrung zu tun, dass man sagt, ja, es reicht nicht, die glatten Zahlen zu machen, sondern wir müssen mal ein paar krumme Zahlen reinmachen. Wer jetzt das Thema Double-Rundungsfehler durchdrungen hat, der kann dann auch sagen, ja, ich nehme jetzt irgendwelche Werte, wo ich weiß, dass meine Double-Zahl intern eben mit einer nicht unendlichen Genauigkeit abgebildet wird und dann kann ich hier an der Stelle solche Zahlen auch nochmal abprüfen. Aber alle Möglichkeiten abdecken ist faktisch nicht möglich. Ja, das heißt, wichtig, der Test garantiert mir nur die Abwesenheit von Fehlern, gegen die ich prüfe. Ja, er garantiert mir, dass meine Testfälle funktionieren. Was mir mein Test nicht und niemals garantieren kann, ist, dass mein Programm 100% fehlerfrei ist. Gut, gehen wir noch mal ganz kurz auf ein paar Begriffe zum Thema Modultest
Unit-Test, also Modultest. Unit-Test ist der englische Begriff. Meistens bezeichnet man aber jetzt unter Unit-Test die automatisierten Tests. Und zwar ist ein Unit-Test ein sogenannter Whitebox- oder Glassbox-Test. Ein Whitebox-Test ist im Wesentlichen ein Test, bei der der Tester die innere Struktur der Software kennt. Was beim Unit-Test relativ klar ist, der Unit-Test wird üblicherweise vom Entwickler selbst gemacht, und damit kann der Entwickler selbstständig feststellen, ob eben ja, sein Code funktioniert. Und er lässt natürlich seine Unit-Tests auf die interne Struktur oder optimiert seinen Unit-Test auf die interne Struktur seines Codes. Einfachstes Beispiel ist Edge Case Testing. Die Edge Cases kann ich nur dann testen, wenn ich auch weiß, wie mein Programm aufgebaut ist. Und dann kann ich eben diese Edge Tests eben abklappern. Ja? Und das würden wir unter Whitebox verstehen. Also Whitebox bedeutet, ich kenne die Interna meines Programms. Was wichtig ist bei Unit-Tests, gerade bei automatisierten Unit-Tests, ist, dass die einzelnen Tests unabhängig voneinander sein müssen. Und das bringt mich jetzt wieder zurück auf die auf das Thema reine Funktion. Das heißt, eine reine Funktion hilft mir bei einem einfachen Unit-Test, weil sie keine Abhängigkeiten nach draußen hat. So, automatisiert validierbar, das heißt, wir geben bei einem Test eben gleich den Erwartungswert an und damit kann die Maschine automatisch feststellen, ob der Test erfolgreich war oder nicht. Dann muss der Test wiederholbar sein und zwar wieder zum Thema unabhängig von allen anderen Tests. Ja. Das heißt, wenn ich eine reine Funktion habe ohne Seiteneffekte, dann kann ich entsprechend diesen Test sehr, sehr einfach durchführen. Wenn ich es nicht habe, dann muss ich die Umgebung, auf die meine Funktion zugreift, simulieren. Ja, die Eingangsobjekte, aber auch die Zugriffsobjekte außerhalb meiner Eingangsparameter. Ja. Und man spricht hier von Mocking. Also ich mocke die Daten rund um meine Funktion, damit die Funktion eben einigermaßen unabhängig von allen anderen Elementen getestet werden kann. Ja? Gut, wenn ich jetzt Eingangsobjekte habe als Beispiel, ja, das heißt, ich habe in unserem einfachen Programm lediglich Ganze- und Gleitkommazahlen als Parameter gehabt. Wenn ich jetzt Eingangsobjekte habe, dann muss ich diese Objekte nur für diesen Testfall auch erstmal erzeugen, in die Eingangsparameter reinpacken und dann den Test durchführen. Und das macht jetzt den gesamten Unit-Test durchaus aufwendig, weil ich eben die komplette Umgebung für diese einzelne Unit, für diese einzelne Funktionalität immer gleich aufbauen muss. Und das kann, wie gesagt, durchaus zu relativ hohen Aufwänden führen. So, und dann brauche ich natürlich noch entsprechend eine große Anzahl von Testfällen, damit ich eben mindestens meine Bedingungsüberdeckung, idealerweise meine Mehrfachbedingungsüberdeckung C3 eben abbilden kann. Wenn jetzt die einzelnen Units oder die einzelnen Unit-Tests durchgelaufen sind, sprich die Units getestet wurden, kommt das nächste Testszenario und das wäre der Integrationstest. Dieser Integrationstest kümmert sich um das Zusammenspiel von Komponenten. Ja, also beispielsweise, wie kommuniziert die Web-GUI mit dem App-Server? Und das kann innerhalb eines Systems sein, also wenn ich innerhalb meiner Web-GUI einzelne Units habe, die miteinander kommunizieren, würde ich das einem Integrationstest unterziehen oder auch außerhalb oder systemübergreifend, also die Kommunikation der Web-GUI mit dem App-Server oder der App-Server des App-Servers mit der Datenbank. Also nach dem Modultest kommt der Integrationstest, der eben das Zusammenspiel der einzelnen Units abdeckt. Hierzu brauche ich im Regelfall auch Daten, die mitunter auch gefaked werden müssen oder gemockt werden müssen, um eben überhaupt in der Lage zu sein, die einzelnen ja, Zusammenkommunikation oder die einzelnen Kommunikationen abtesten zu können.
Und die Integrationstests werden auch meist von Leuten durchgeführt, die die Implementierung kennen. Sprich, wir würden auch hier von einem Whitebox- oder Glassbox-Test sprechen. Und auch hier gilt, dass man mit geeigneten Frameworks diese Tests auch automatisieren kann und, wie wir dann später auch sehen werden, auch automatisieren sollte. Weil alles, was wir automatisiert machen, können wir dann auch in einen Gesamtprozess eingliedern. Der nächste Test wäre dann der End-to-End-Test oder Funktionstest oder dann ganz am Ende der Abnahmetest, der auch nichts anderes ist wie ein End-to-End-Test. Und was ich hier teste, ist dann die Gesamtapplikation und zwar aus Sicht des End-Users. Ja? Und dieser End-User möchte natürlich eine Gesamtsicht auf das System haben und möchte eben sich dort vorne hinsetzen und was sich irgendeinen Wert eingeben und dann soll die Applikation halt basierend auf diesem Wert das Richtige tun. Und dieser Test wird im Regel ohne Implementierungskenntnisse durchgeführt. Und hier würden wir von einem sogenannten Blackbox-Test sprechen. Das heißt, es ist mir komplett egal, wie das intern gelöst wurde. Hauptsache, das Ergebnis, das ich erwarte, wird von meiner Applikation geliefert. So, was ich hierfür brauche, sind im Regelfall echte Daten. Ja, also der End-to-End-Test sollte mit echten Daten durchgeführt werden, wenn sie denn vorhanden sind. Und wenn ich tatsächlich echte Daten aus irgendeiner Produktionsumgebung mir ziehe, dann muss ich sie natürlich auch anonymisieren. Das wird gerne auch mal vergessen, aber auch hier ist es wichtig, Datenschutz, dass wir hier die Daten so zusammenstecken oder so anpassen, dass eben der Zugriff oder die Referenz auf die eigentliche Person nicht mehr möglich ist. Und hier gibt es auch Tools zur Automatisierung für, was weiß ich, das Web-Frontend wird gerne in Cypress zum Beispiel genommen, das mir dann eben erlaubt, einen Art Roboter, also einen Software-Roboter zu programmieren, der dann basierend auf dem DOM, auf dem Document Object Model von meiner Webseite dann die einzelnen Elemente bedient, die Eingaben macht, die Button drückt und dann auch Erwartungswerte entsprechend durchführt. Das heißt, an der Stelle sollte jetzt beispielsweise der Webentwickler auch sein Document Object Model dann vernünftig aufbauen, auch mit IDs versehen und so weiter, dass eben mein Test Skript eben auch automatisierbar ist oder der Test automatisierbar ist und ich somit wirklich sämtliche Tests vom Modultest bis zum End-to-End-Test eben mit Hilfe von Automation eben durchführen kann. So, wenn ich jetzt meine ganzen Tests definiert habe, kann ich auch diesen Test als einen integralen Bestandteil meine Entwicklung sehen. Und jetzt kann ich das Ganze noch weiter treiben und ich kann sagen, hey, bevor ich überhaupt anfange zu entwickeln, erzeuge ich doch erstmal meine Tests. Ja, das heißt, ein Test-Driven Development, so würde man das dann bezeichnen, würde eben bedeuten, dass das Erste, was ich mache, die Tests erzeugen. Und danach fange ich erst an, die Software zu entwickeln. Und da kann man jetzt sagen, ja, das macht man eher ungern. Natürlich, das kann man nur dann machen, wenn ich Erfahrung habe. Aber wenn ich die Erfahrung habe, dann kann ich eben basierend auf den Testergebnissen bereits darauf achten, dass meine ganze Funktionalität, die ich dann am Ende des Tages umsetze, vielleicht schon auch sehr sinnvoll testbar ist. Dass ich zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle mal vielleicht eine reine Funktion einbaue, dass ich mich mit funktionaler Programmierung etwas näher auseinandersetze, um dann eben eine saubere Architektur zu erlangen, die dann eben auch besser und vorhersehbarer testbar ist. Wenn ich die Software entwickelt habe, dann kann ich natürlich jetzt auch die Software dann direkt testen und kann dann mit Hilfe von, was weiß ich, Refactoring entweder neu in die Entwicklung reingehen oder vielleicht sogar auch den einen oder anderen Test dann nochmal anpassen. Und somit habe ich dann einen Kreislauf geschaffen, der dann ja meinen gesamten Entwicklungszyklus dann darstellt. Also Test-Driven Development bedeutet nichts anderes, als dass ich einen sehr, sehr hohen Augenmerk auf die Tests lege. Das geht dann so weit, dass ich, bevor ich überhaupt anfange zu entwickeln, meine Tests
beispielsweise ein Modul und meine Integrationstests dann eben realisiere. Bei End-to-End-Tests ist es immer so eine Sache, ob ich das vorher schon machen kann, aber die Idee sollte klar sein, dass der Test hier als integraler Bestandteil des Entwicklungszyklus eben dargestellt wird. So, der nächste Begriff, der auch durchaus hin und wieder drankommt, ist das Thema Continuous Integration. Dazu muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen. Stellen wir uns Folgendes vor: Wir haben hier wieder unsere Applikation und wir haben einen Entwickler. Und dieser Entwickler, der erzeugt jetzt irgendwelche Files. Und diese Files werden jetzt in einem Versionsmanagement-Tool, beispielsweise Git, jetzt zusammengefasst. So, der nächste Entwickler macht auch dasselbe, baut auch seine Files und die werden dann auch wieder in irgendeiner Form in Git hinterlegt. Und so ist halt die gesamte Entwicklungsmannschaft und die ist fleißig eben am Files produzieren. So, und diese ganzen Files müssen ja jetzt zusammenspielen. Das heißt, ich muss zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt sagen, ich möchte diese ganzen Files jetzt zusammenstöpseln, um mal zu gucken, ob das alles funktioniert. Und der Begriff, der hier sich etabliert hat, ist der sogenannte Build. Dieser Build, der kann durchaus auch automatisiert werden mit so Tools wie Maven, Cradle, Arndt und wie sie alle heißen, die eben dazu da sind, die abhängig erstmal, wenn wir denn mit einer kompilierten Programmiersprache arbeiten, erstmal den Compile-Prozess anstoßen, die Abhängigkeit zu Bibliotheken auflösen und ähnliche Sachen werden durch den Build-Prozess realisiert. Und idealerweise ist es jetzt so, dass der Build-Prozess sich die Files aus Git jetzt holt und dann in irgendeiner Form verarbeitet. Und wenn jetzt der Build-Prozess erfolgreich war, kann das Ganze eben dann deployed werden auf die Testumgebung in dem Fall und dann kann man entsprechend mit den Tests beginnen. Das heißt, sowohl der Modultest als auch der Integrationstest, genauso wie der End-to-End-Test kann jetzt erfolgen. Und wenn der automatisiert ist, dann kann das im Zweifelsfall auch per Knopfdruck passieren. Die Realität sieht aber leider ein bisschen anders aus. Im Regelfall ist es so, diese ganzen vielen Files werden in den Build-Prozess übergeben und bei dem Zusammenspiel beim Bild ist es das erste Mal im Regelfall, wo die einzelnen Files wirklich zusammenspielen müssen, geht was schief. Der Grund liegt einfach darin, dass eben der Zyklus oder die Zeitabstände zwischen den einzelnen Builds einfach zu groß war. Es hat sich viel zu viel angesammelt an Files. Die Komplexität ist extrem groß und beim ersten Zusammentreffen dieser neuen Files ist es einfach schief gelaufen. Früher hat man das oft so einmal am Tag gemacht, der sogenannte Daily Build. Den hat man dann abends angestoßen und in der Früh ist man gekommen, es hat rot geblinkt und die ganzen Entwickler haben ihre Files wiederbekommen und mussten dann entsprechend den Kram fixen. Und dann ist an diesem Tag der ganze Mist wieder von vorne losgegangen. Das heißt, abends wurde der ganze Kram wieder in Git hochgeladen, der Daily Build startete und dann hat man in der Früh am nächsten Tag das ganze Chaos wieder gesehen. Und diesen Zustand hat man gerne mal als Developer Hell bezeichnet, weil eben man quasi immer und immer wieder gegen solche Probleme gelaufen ist. Und das wollte man jetzt fixen, indem man jetzt gesagt hat, ja, eigentlich ist es jetzt nicht schlau, so viele Files auf einmal zusammenzufassen und in den Build-Prozess zu schicken. Das heißt, man hat jetzt etwas anderes gemacht. Man hat jetzt einfach gesagt, ein Entwickler liefert jetzt die Files und das hat dann den Build-Prozess und den Testprozess sofort angestoßen. Ja? Das heißt, ein Entwickler hat gesagt, jo, meine Files, die passen jetzt zusammen, ab damit in Git. Ein Tool hat dann erkannt, aha,
In dem Commit stand jetzt drin, jo, es soll entsprechend auch in der Build starten. Der Build wurde gestartet, automatisch wurde der Modultest gestartet. Danach wurde dann der Integrationstest gestartet und am Schluss dann noch der End-to-End-Test. Ja, das heißt, man hat sozusagen instantan den Test oder den Build und den Test gestartet. Und das ist jetzt das, was man als Continuous Integration bezeichnet. Also wir haben jetzt hier unser Development, unseren Build und den Test. Und das hat man jetzt zusammengefasst in einen Automatismus. Und das ist dann das, was wir unter Continuous Integration verstehen. So, und jetzt hat man gesagt, ja Moment, es wäre doch ganz cool, wenn wir jetzt das ganze Thema vom Test dann direkt so weit vorbereiten, dass es möglichst einfach eben dann für die eigentliche Produktionsvorbereitung bereitgestellt wird. Das heißt, wir sind dann auf so eine Art, oder man geht auf so eine Art Staging Area. Diese Staging Area ist nichts anderes wie so eine Art Klon der Produktion, also was Konfigurationen und was Hardware und was der Kuckuck alles angeht. Und das hat man dann als Continuous Delivery bezeichnet. Das heißt, nachdem der automatisierte Test durchgeführt wurde, hat sich wiederum ein Skript den ganzen Kram gepackt und dann automatisch auf eine Staging Area drauf kopiert und dort konnte man dann weitere Tests automatisieren. Und dann hat man wiederum gesagt, ja gut, dann gehen wir gleich noch einen Schritt weiter und sagen, wir deployen das Ganze dann gleich auf die Produktion. Ja, das heißt, dass eben von der Staging Area ohne ein manuelles Zutun die ganze Software dann auf der Produktion landet. Und das würde man dann als Continuous Deployment bezeichnen. Und diese Abfolge von diesen einzelnen Schritten hat man da eine Continuous Integration bzw. Continuous Delivery/Deployment Pipeline bezeichnet. Die einzelnen Schritte sind dann in einer sogenannten Pipeline drin und es gibt wiederum Tools, die genau diese Pipeline dann auch managen. Jenkins ist jetzt ein relativ bekanntes Tool, das genau hier eben eingreift und mir dann eben mein Continuous Deployment eben unterstützt. So, und weil wir gerade bei Begriffen sind, wenn ich jetzt hier sage von meinem Deployment und der dem Produktionsbetrieb, was dann ja mein Operations macht, wenn ich jetzt mein Feedback wieder zurück in die Entwicklung und im Zweifelsfall auch an Build-Test und meinetwegen auch in die Staging Area oder an die Leute, die Staging Area betreuen, zurücklaufen lasse, würden wir jetzt von DevOps sprechen. Ja, also die Integration von Development und Operations wäre jetzt DevOps und damit haben wir einen kompletten geschlossenen und idealerweise sogar auch automatisierten Kreislauf, der meinen gesamten Entwicklungs- und Betriebsprozess dann eben abdeckt. So, also gehen wir nochmal ganz kurz die Begriffe durch. Continuous Integration wäre jetzt, dass meine Entwicklungsergebnisse mindestens mehrmal täglich zusammengeführt werden. Ja, das heißt, sie werden in den Bildprozess übergeben. Dieser Bildprozess sollte idealerweise automatisiert durchgeführt werden und eben auch ein automatisches Testen. Das wäre ein Continuous Integration. Continuous Delivery wäre jetzt eine automatische Vorbereitung für die Produktionseinführung. Also noch nicht die Produktion automatisiert, sondern die Vorbereitung darauf soll automatisiert werden. Und das läuft meistens mit Hilfe eines Staging Environments, das dann der Produktivumgebung möglichst nahe kommt. Hundertprozentig wird es nie sein, weil es ist nicht die Produktivumgebung, aber wie gesagt, möglichst nahe kommt. Und was jetzt wichtig ist, es gibt jetzt noch mindestens einen manuellen Schritt zur Produktionseinführung. An irgendeiner Stelle muss jetzt jemand noch einen manuellen Schritt durchführen, bevor der ganze Kram auf die Produktion dann gelangt und dann in Anführungsstrichen, wie auch immer man das will, hohe Schule wäre dann Continuous Deployment. Da würde jetzt tatsächlich das Deployment selbst auf die Produktionseinführung auch noch automatisiert durchgeführt werden. Das heißt, ich habe hier einen Gesamtprozess, der dann
zwangsweise auch Tool-unterstützt ist, weil wenn er nicht Tool-unterstützt wäre, dann hätte ich natürlich noch manuelle Eingriffsnotwendigkeiten und das will man an der Stelle nicht haben. Und damit haben wir jetzt eigentlich den kompletten Zyklus vom kleinsten Modultest bis zum Continuous Deployment einmal abgehakt. So, war mal wieder ein etwas längeres Video, aber wie gesagt, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man die einzelnen Begriffe einfach mal auseinanderhalten sollte, weil es, wie gesagt, durchaus schon Prüfungen gab, wo das ganze Thema auch mal dran kam. Und ja, insofern haben wir wieder einiges geschafft. Und ja, bis zum nächsten Video und wie immer dranbleiben.